Grüß Gott, ich bin Maxim Kosinow, der neue Konzertmeister bei dem Georgischen Kammerorchester Ingolstadt. Ich komme aus St. Petersburg, wo ich Geige gelernt habe und später habe ich weiter in Deutschland an der Universität der Künste Berlin studiert. Inzwischen habe ich große Erfahrung als Konzertmeister gesammelt. Ich habe mit mehreren symphonischen Orchestern gearbeitet, wie zum Beispiel das Münchner Rundfunkorchester oder auch mit Opernorchestern, wie das Orchester der Brüsseler Oper La Monnaie. Desto mehr freue ich mich, zurück bei einem Kammerorchester zu kommen, weil ich zu Kammerorchestern eine besondere Vorliebe habe, nämlich aus meinen früheren Jahren, als ich in England lebte und dort im English Chamber Orchestra spielte. Als Gastkonzertmeister hatte ich mit dem GKO bereits einige Projekte mitgespielt. Die persönliche Charme sowie die enorme musikalische Energie dieser Gruppe hat mich damals sehr mitgenommen. Ich freue mich sehr und bin gespannt, bald wieder in einem echten Konzert in Ingolstadt sowie in anderen Spielstätten für euch als Konzertmeister dieser Gruppe zu spielen. Und als ein musikalischer Gruß für euch spiele ich die Daphne-Etüde für Solo-Violine von Richard Strauss.